Habt ihr euch schon oft gefragt, warum ihr euch in eurem Deutsch kaum verbessert? Warum ihr Monate, vielleicht sogar jahrelang Deutsch lernt und noch immer nicht fließend Deutsch sprechen könnt? Wahrscheinlich macht ihr einen der grundlegenden Fehler beim Sprachenlernen. So geht es vielen Deutschlernern. Und ich möchte euch im heutigen Video die drei größten Fehler beim Deutschlernen zeigen. Der größte Fehler, den Deutschlerner beim Sprechen machen, sie konzentrieren sich viel zu viel auf das Lernen von Grammatik. Ich weiß, in der Schule haben die Lehrer gesagt, Grammatik lernen ist das Wichtigste, um eine Sprache zu lernen. Das ist leider heute in vielen Schulen und Universitäten immer noch so. Aber lasst es mich ganz deutlich sagen, das stimmt überhaupt nicht. In einem meiner ersten Videos auf YouTube habe ich den natürlichen Ansatz des Sprachenlernens erklärt, The Natural Approach of Language Learning. Und dort heißt es, dass Grammatik eine sinnvolle Ergänzung beim Sprachenlernen sein kann, dass Grammatik helfen kann, die Struktur einer Sprache besser zu verstehen. Aber beim Sprechen hilft Grammatik nur wenig. Wer sich auf die Grammatik konzentriert, ist sehr schnell frustriert. Ihr wisst, die deutsche Grammatik ist sehr umfangreich und sehr anstrengend. Und wer nur Grammatik lernt, der ist sehr schnell frustriert und gibt nach kurzer Zeit wahrscheinlich auf. Macht bitte nicht diesen Fehler. So werdet ihr kaum Fortschritte machen beim Sprechen. Und das Sprechen ist ja das, was ihr letztlich wollt. Vielmehr solltet ihr euch auf das Hören konzentrieren, das Lesen und das Wiederholen. Wir lernen die Grammatik nämlich durch die Sprache und nicht die Sprache durch die Grammatik. Der zweite große Fehler beim Deutschlernen: unregelmäßiges Lernen. Sprachkurse finden in der Regel 2 bis 3 Mal pro Woche statt. Und auch in der Schule oder in Universitäten ist der Sprachunterricht nicht viel häufiger. Das ist viel zu wenig. Wenn ihr schnelle Fortschritte in Deutsch machen wollt, solltet ihr im Idealfall jeden Tag ein bisschen Deutsch lernen. Ihr solltet euch jeden Tag ein bisschen mit der Sprache umgeben. Denn auf diese Weise kann sich euer Gehirn viel besser an die neue Sprache gewöhnen und sie absorbieren. Ihr sollt aber, versteht mich nicht falsch, ihr sollt auf keinen Fall jeden Tag stundenlang Deutsch lernen. 20 bis 30 Minuten genügen vollkommen. Vielleicht sogar eine Stunde, aber mindestens 20 bis 30 Minuten, das sollte jeder von euch schaffen, um Deutsch sprechen zu lernen, um schnelle Fortschritte zu machen. Und ganz wichtig, es ist viel besser, jeden Tag ein bisschen Deutsch zu lernen oder mindestens 5 Tage pro Woche ein bisschen Deutsch zu lernen, mindestens 20 bis 30 Minuten, als 2 Tage pro Woche 3 Stunden Deutsch zu lernen. Das führt viel schneller zu Frust und Langeweile und es bringt letztlich weniger für eure Fortschritte. Glaubt mir. Der dritte große Fehler beim Deutschlernen: das falsche Material. Das, was ihr lernt, sollte euch interessieren und sollte euch Spaß machen. Viele Schüler und Studenten müssen sich mit Lernmaterial auseinandersetzen, das sie nicht interessiert und das sie langweilt. Auf diese Weise sind sie sehr schnell frustriert, denn sie verbinden das Deutschlernen mit etwas Langweiligem. Und so haben sie nur noch wenig Motivation,
sich jeden Tag oder sich regelmäßig mit Deutsch zu beschäftigen. Das ist ein großes Problem. Wenn ihr Deutsch lernt, sucht euch Material, das euch Spaß macht. Das können Songtexte von deutschen Musikern sein oder Hörbücher auf Deutsch oder. Sobald ihr etwas habt, das euch Spaß macht und das euch interessiert, lernt ihr viel einfacher, viel schneller. Euer Gehirn kann die Wörter und Wendungen in der deutschen Sprache viel besser absorbieren. Das ist eine ganz normale menschliche Reaktion. Das kennt ihr bestimmt aus eurer Schulzeit. Wenn wir etwas lernen, was uns Spaß macht, lernen wir viel schneller. Und wenn ihr das Deutschlernen mit etwas Positivem verbindet, dann habt ihr auch viel mehr Motivation, regelmäßig die deutsche Sprache zu lernen. Ich habe auf meiner Website auch einige interessante, abwechslungsreiche Kurse mit Texten und Audiodateien, die euch dabei helfen, mit Spaß Deutsch zu lernen. Zusammengefasst die drei größten Fehler beim Deutschlernen. Erstens die Konzentration auf die Grammatik. Grammatik hilft nicht beim Deutschsprechen. Also konzentriert euch nicht auf die Grammatik oder auf das Lernen von Grammatik. Zweitens, unregelmäßiges Lernen. Um schnell Fortschritte zu machen, solltet ihr jeden Tag ein bisschen etwas investieren, um schneller Deutsch zu lernen. Und drittens, das falsche Material. Sucht euch Material, das euch Spaß macht. Dann werdet ihr viel schneller Fortschritte beim Deutschlernen machen. Vielen Dank fürs Reinschauen. Ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche wieder in meinem nächsten Video.